Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Heute erzähle ich euch einmal die Geschichte vom LKA, wie die der Meinung waren, dass sie zu mir sagen müssen, ich soll keine Therapie machen. Hintergrund war, ich wurde verhaftet mal wieder und schon wieder mal ausgezogen und alles drum und dran. Und dieses Mal haben wir diese Lackaffen tatsächlich gemeinsam müssen, mal anbieten, als Spitzel zu arbeiten. Natürlich sagt man erstmal ja, damit man aus dem Gefängnis raus ist und man rauskommt und nicht in U-Haft muss. Natürlich habe ich niemanden hinkennen, muss ich gleich vorne weg sagen. Aber das ist eine Nummer, die kann man mit denen nicht einfach so ungestraft spielen. Zuerst war das so, dass ich rauskommen bin und gleich mal alle informieren habe lassen über Face-to-Face, dass ich Probleme hatte mit der Polizei und dass ich mit denen einen Deal eingegangen bin als Spitzel. Deswegen keine Sachen mehr am Telefon, nichts mehr absprechen am Telefon, keine Andeutungen, gar nichts mehr. Und alles Weitere muss man dann so ausmachen und neue Punkte, wo man es dope abholen kann, nicht mehr übergeben und zusammen kiffen und so weiter. Ja, und dann habe ich halt denen vom LKA immer wieder erzählt, irgendwelche Namen erfunden, irgendwelche Leute erfunden und Geschäfte erfunden, die dann einfach nicht funktioniert haben. Und dann habe ich gesagt, ja, die vertrauen mir halt nicht mehr so und ich brauche Geld, ich muss da ein bisschen einkaufen, damit sie mir halt ja, vertrauen. Dann haben wir die Geld gegeben, damit ich Dope kaufen kann, die ganze Zeit in die Kohle verkifft. Viel war es nicht, einmal ein 100er, mal 150 und dann haben wir mal größere Sachen gekauft auch, richtig. Da war dann einer vom LKA, der im Auto gewartet und ich bin halt wohin, hab was gekauft und bin wieder zurück und hab's halt abgeliefert und erzählt, dass da dann jemand anderes wäre, wenn es dann überhaupt nicht gab. Das Geschichte haben sie dann ja, so 2-3 Monate mit mir mitgemacht und dann haben sie den Stecker gezogen. Es war natürlich auch so ganz abgekaterte Geschichte, da hat irgendeiner wieder meinen Namen genannt. Und dann sind sie sofort bei mir eingeritten, haben natürlich ein bisschen was gefunden, weil war ja klar, das wussten sie ja auch, dass ich kiff. Die wussten auch, dass ich auf dem Balkon eine kleine Pflanze stehen habe. Und trotzdem, das haben sie machen lassen. Solange sie gedacht haben, sie kriegen durch mich einen anderen, einen größeren. Und als sie das dann gemerkt haben, dass ich sie verarsche, haben sie halt dann natürlich bei mir eine Auslösung gemacht. Mit einem fadenscheinigen Vorwand. Da kam ich dann locker dann wieder davon, weil gefunden haben sie an dem Tag nichts bei mir, außer die eine kleine Pflanze da auf dem Balkon und eine selbstgebaute Bon mit ein bisschen einer Mischung. Und ich glaube, so ein 10er-Piece haben sie noch gefunden und das war's. Mehr nicht. Das Ekelhafte in der Geschichte war, ich war da gerade mit meiner damaligen Freundin zugange, als es klingelt hat und es war halt echt ätzend. Du machst dann eine Dose auf und die Freundin ist da und dann kommen da zwei Typen rein und machen aus das so. War in Kolinina. Ja, es war ein schöner Sommer noch dazu. War mir eh leicht bekleidet, gell? Aber ätzend war es halt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe dann auch für da, wo sie mich dann verhaftet hatten, wurde sogar freisprochen, weil das eine Aussage gegen Aussage war. Aber die andere Nummer, aufgrund dessen sie mich eigentlich verpflichten wollten, das hat mir halt dann schon eine richtige Watschen gegeben. Ja. Aber da war es halt dann so, dass ich dem Richter tatsächlich gesagt habe, Herr Richter, ich wollte auf Therapie gehen und dann haben die Typen da vom LKA zu mir gesagt, ich solle auf gar keinen Fall eine Therapie machen. Es würde mir auf gar keinen Fall helfen, wenn ich das machen würde, sondern das wäre eher negativ. Ich würde mir schlecht auslegen. Und das waren wahre Worte, das haben die wirklich zu mir gesagt. Fand der Richter nicht lustig und hat auch einen Staatsanwalt dann dementsprechend Dämpfer verpasst, indem er mir eine Bewährung gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Das war die Geschichte, die ich mir erzählt habe, ich glaube hier. Da ging es um die um die Sache, wo ich erzählt habe, das wäre jetzt so mein Geburtstag. Ja, aber irgendwie ist es halt dann schon so eine ganz komische Nummer gewesen, weißt du. Stand einer unten bei meiner Freundin vor der Tür. Und
Also Polizist, ja, wollte überwachen, wer da rein und raus geht, weil sie schon mitgekriegt haben, dass da in dem Haus irgendwo jemand dealt. Sie wussten nicht, dass ich das bin. Sie wussten nur das. Immer wird da angerufen und sagt, du, pass auf, wenn da unten einer vor der Tür steht, dann kommt keiner zu mir. Ja, ich habe gerade eben einen Link gekriegt von einem Läufer, der mir erzählt hat, dass der andere wieder gefahren ist, also gesehen hat, dass da einer steht. Aufgrund dessen haben sie den dann abgezogen und ich konnte weiter meine Geschäfte machen. Aber ja, ich habe sie halt damals echt verarscht. Aber ganz ehrlich, bei Cannabis, das ist ja kein Mord. Niemand hat da versucht, irgendjemandem was Schlechtes zu tun. Warum sollte ich da irgendwelche guten Connections zu mir hinnehmen? Geht's nur, oder? Ich meine, da wäre ich doch schön blöd. Es wäre selber ein hungriger Mensch, verpfeift sein Metzger. Aber es gibt genug Leute, die das machen, um ihre eigene Scheißhaut zu retten, weil sie so gierig sind auf den nächsten, weiß ich nicht was, verraten sie jeden. Die würden auch ihre Großmutter verkaufen. So Leute gibt's. Braucht man nicht drum herum reden. Und das gibt tatsächlich auch bei den Kiffern ein paar Spinner, die mit denen nicht umgehen können, und das so gierig auf das Ganze sind, dass die da echt alles dafür tun würden. Genauso gut gibt's wieder welche, die sagen, mein Gott, Alter, verstehst, gehört zu meinem Leben, aber jetzt hat man gemacht, aber ich keinen Bock mehr drauf. Ja. So, ich habe halt auch keinen Bock mehr auf irgendwelche anderen drin. Du kannst alles hinlegen, ja, das interessiert mich nicht mehr. Aber als ich jünger war, so heranwachsen, da hat das schon mir oft auch geholfen, war oft eine Krücke für mich. Ja. Nur bin ich halt jemand, der nicht damit umgehen kann. Und deswegen ist aus der Krücke immer mehr geworden. Und das Mehr ist halt schon bitter. Ja. Okay. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter, aber dann was in die Kommentare. Peace out.